Das war der Headliner beim Visions Indoor Festival, Danko Jones. Und jetzt kommen wir zu einer Band, die stammen aus Savannah, Georgia. Sie heißen Baroness und sie machen wirklich sowas, naja, nennen wir es mal Progressive Metal. Freut euch auf jeden Fall auf diese Band. Hier sind Baroness.
We'll be right back.
Das ist die Bühne vom Visions Indoor Festival und das ist die Band Baroness, Alan und John. John, you are the du bist der Sänger, aber auch Künstler. Zum Beispiel hast du euer Albumcover und das von anderen Bands gemalt. Was ist in deinem Leben wichtiger, die Musik oder die Kunst? What is more important in your life, the music or the art? I would say they each hold sort of an equivalent. Beides ist für mich gleich wichtig und ich habe sie so synchronisiert, dass meine Kunst zusammen mit der Musik einen Sinn ergibt und auch andersherum funktioniert. Es gibt da also keine Grenzen zwischen den beiden Gebieten. Hast du einen Einfluss auf seine Kunst, was zum Beispiel vorne auf euer Album kommt, oder ist er, was das angeht, ein Diktator? Wir lassen ihm seinen kreativen Freiraum, weil er ein sehr talentierter Künstler ist. Aber es gibt immer wieder Überlegungen, welches Konzept wir mit dem Album verfolgen. Wir werfen ihm dann Ideen zu, die er mit in seinen Zeichenraum nimmt, und dann kommt er mit irgendetwas Verrücktem wieder raus. Es ist schon erstaunlich. Zurück zur Musik. Euer Red Album kam letztes Jahr raus. Es ist euer Debüt, obwohl ihr schon seit einiger Zeit existiert. Warum hat es so lange gedauert? Man sagt, Geduld ist eine Tugend. Und zum Glück haben wir davon eine Menge. Wir ziehen es manchmal in die Länge und nehmen uns die Zeit, wenn etwas wirklich wichtig ist. Statt Dinge mechanisch oder akademisch auszuspucken, lassen wir unsere Ideen und Konzeptionen für die Songs lieber wachsen, damit sie sich entwickeln können. Das ist wesentlich besser für uns, statt Fristen einzuhalten oder solche Einschränkungen zu berücksichtigen. Ideen, Konzepte, Songs, Artwork, any of that sort of stuff grow and develop into something that's more fully realized maybe than it would be if we just really put deadlines on things and had those type of restrictions. Your background is actually punk. Ihr kommt eigentlich aus der Punk- und Hardcore-Ecke. Wie würdet ihr eure Musikrichtung heute beschreiben? Punk und Hardcore war wichtig für uns und ist es immer noch, aus musikalischer, aber auch moralischer Sicht. Wir haben mit dieser Band ganz von vorne begonnen und dadurch konnten wir uns so organisch wie möglich entwickeln. Wenn irgendetwas für die Band getan werden muss, dann soll es möglichst jemand aus der Band tun, sodass nicht so viele Leute von außerhalb Einfluss nehmen, die uns in eine Richtung drängen. Wir versuchen da die Kontrolle zu behalten. When possible, we make sure that if there's something to be done in the band, that it's somebody within the band doing it, as opposed to having a whole lot of outside people. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, was du mich eigentlich gefragt hast. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. I can't even remember what you asked me. I hope I answered the right question. Well, maybe vielleicht beantwortest du sie auch nochmal. Ihr kommt von einem Punk- und Hardcore-Background. Wie hat sich euer Sound entwickelt? Wenn ich euer Album höre, die Songs sind sehr lang und sehr, ich würde sagen, musiklastig. Wie würdest du eure Entwicklung beschreiben? Musically, I would say. How would you describe your development? Als wir jünger waren, war Punk und Hardcore wichtig. Das ist unser Hintergrund, keine Frage. Wenn du als Musiker älter wirst, hörst du auch andere Sachen und wirst von diesen dann beeinflusst. Wir haben eine Menge gehört und jetzt spielen wir zusammen und hoffen, dass wir aus dem Ganzen etwas Eigenes Neues kreieren. Es ist so eine riesengroße musikalische Welt da draußen. Es gab bei uns noch nie eine Regel in der Band, dass wir irgendwo in eine Nische reinpassen müssen. Falls es etwas Inspirierendes in der elektronischen Musik gibt, im Hip-Hop, Folk, in der Klassik oder irgendetwas, was als Musik zu bezeichnen ist, dann ist das okay, um uns zu beeinflussen. Anything that comprises that compendium of music, then that's fair game for us as influence. And da wir älter werden und uns weiterentwickeln, gilt das auch für unsere Musik. Es würde alles ersticken, wenn sich unsere Musik nicht verändert, obwohl wir uns als Menschen weiter bewegen. Didn't change while we as individuals and as people grew up. Heute Abend habt ihr lediglich 35 Minuten Zeit. Was können wir erwarten? Nur drei Stücke? Three songs, or just und die dann doppelt so schnell. Wir versuchen so viel zu spielen wie möglich, um das Beste rauszuholen. Wir haben ein musikalisches Instrument erfunden, das die Zeit langsamer verstreichen lässt. Wir spielen also 2 Stunden, obwohl es sich in dem Raum nur wie 30 Minuten anfühlt, und das werden die Uhren auch zeigen. Hoffentlich funktioniert die Maschine.
Yeah!
War geil. Ja? Einfach super. Wegen dem bin ich heute hier gewesen. Was fasziniert dich an dieser Band? Einfach das totale Brett. Die Gitarren, wie sie spielen, wie sie einfach die Gitarre dir ins Gesicht hauen. Das ist einfach, oh, hau mich um. Also ich habe vorher gar nichts von ihr gehört, muss ich zugeben. Aber jetzt dachte ich so, oh, die haben ganz schön viel Druck dahinter und sowas gefällt mir eigentlich. Ich weiß nicht, eine Dampfwalze, so ein bisschen Dampfwalze gepaart mit, ach, keine Ahnung, es war sehr unbeschreiblich eben. Ich fand's grauenvoll. Ja. Nicht dein Geschmack? Nee, auf wen freust du dich? Nee, also es war nichts für mich, absolut nichts. Zu viel Geschrei, ich verstehe nichts. Ja, das war sehr spannend, war sehr furios. Und du brauchst jetzt auf jeden Fall schon mal eine Pause. Ja, ich bin ein bisschen kreislaufschwach. Richtig geile Musik, es war wirklich geil. Ich kannte die Band vorher auch noch nicht und es ging einfach richtig ab. Und es war einfach ein geiles Erlebnis. Die Stimme war richtig geil, die Solos von den Bands waren geil, es war einfach geil.
Hey, thank you guys for coming out tonight. We're Baroness from Savannah, Georgia. This is officially the last night of our tour with Kylesa, and it's proven to be one of our best tours ever. And that's because of you guys, so thanks for coming out again. Good night.